Bewohner. Oder aber auch, hallo Leute, hier ist wieder Grossi und wir spielen eine Runde Hearthstone, das Kartenspiel von Blizzard. Ja, das ist die neue Quest. Heute gab es einen Patch. Ich habe mir jetzt die Patch Notes gar nicht durchgelesen. Und nach dem gestrigen Frust in der Arena, weil ich wieder zwei Matches hintereinander verloren habe, bin ich echt am Überlegen hier, da mal was zu tun und mir irgendwie mal mich mal schlau zu machen. Ich habe ja oben noch so ein Heft, mal das durchzulesen und mal ein paar andere Videos von anderen Let's Playern anzugucken, wie die sich hier Arena-Deck bauen. Ah, hier steht ja, diese Karte wurden abgeändert. Ah ja, okay. Gut, dann gucken wir in der Arena. Und wir sehen, wir haben einen Sieg bisher und zwei Niederlagen. Heute gibt es ein nicht allzu langes Video, weil ich gleich noch verabredet bin. Oh, guck mal hier, das ist auch neu. Wartezeit, 4 Sekunden, zwischen 4 und 13 Sekunden. Aha, bin schon 15 Sekunden drin. 17. Also, wie ihr seht, das funktioniert schon mal super. Die 8 Sekunden stimmen, die treffen voll aufs Auge, ne? 23 Sekunden gewartet. Anduin gegen Ich werde ehrenhaft kämpfen. Das ist schön, dass du ehrenhaft kämpfen wirst, da freue ich mich doch wie ein Schneekönig drüber. Ne, ich habe auch gestern irgendwie einen schlechten Tag gehabt, heute auch schon irgendwie so, ja, ein bisschen down gewesen. Mal gucken, ob es halt besser wird. Ja, ich bin am dransten, erhält jedes Mal +1/+1, wenn ein Geheimnis ausgespielt wird. Ich sage mal, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geheimnis ausgespielt wird, ist vielleicht nicht so groß, aber Hauptsache, ich habe nur eine Karte da drin, ne? In der Arena ist ja auch immer, du kannst ja da nicht alles auswählen. Du musst ja eben meistens das nehmen, was du kriegst, ne? Da haben wir noch einen Kampfschrei, das ist auch schön. Oh, guck mal, da macht er schon eine Dreierkarte noch. Auch nett. Muss ich noch fertig klicken, ja, muss ich noch. Achso. Blöd. Wenn man das vergisst, ist ja auch doof. So, gegen einen Paladin, der Leroleirpo oder so. Verleiht am Ende eines Zuges einem Gegner. Ich nehme mal den hier. Und dann nehme ich doch mal den hier. Und dann noch den hier. Und dann sage ich mal fertig. In der nächsten Runde kann ich den ja wieder heilen. Die machen jetzt also nicht so viel Schaden, aber der andere macht wenigstens ein bisschen Schaden. Ne? Was macht der jetzt da? Setzt den Angriff eines Dieners auf 1. Ach so. Ah, oh schön, schön. Auch schön. So, jetzt haben wir 4 Punkte. Da könnte man den hier nehmen. Befreundet, verleiht einem befreundeten Diener +1/+1. Wir müssen den dann nehmen wir mal den. Nehmen wir mal den. Das ist jetzt eigentlich Verschwendung, das zu machen. Ich gehe mal hier konsequent da oben drauf. Nimm den noch mal hier. Und sag jetzt mal fertig. Silbermond wird nicht fallen. Gottesschild, Hotte. Hat der. In der nächsten Runde habe ich 5 Punkte, okay. Den macht er weg. Alles klar. Was macht er noch? Benötigt ihr einen? Mal gucken. Vielleicht am Ende eines Zuges bei Befreundeten +1. Okay. Also, was haben wir noch? Fügt zu Beginn eures Zuges Schaden zu. Haben wir noch? Das wären 3 + 2 sind ja 5. Alles klar. Dann heilen wir erst einmal. Dann haben wir den hier mal. Okay, dann würde ich sagen, gehe ich auf seine Kreaturen oder? Der macht 2 Schaden. Also den sollte ich auf jeden Fall wegmachen, ne? Ich sollte, denke ich mal, auch dem sein Gottesschild klauen. Dann könnte ich jetzt noch den hier wegnuxen. Mit dem gehe ich da oben drauf. Und sag dann mal fertig. Okay. Und nächste Runde kann ich nochmal einen Spotter legen.
Ja, wen machst du platt, ne? Okay. Kampfschrei. Vertauscht Angriff und Leben eines Dieners. Aber der ist ja verstohlen. Dann nehme ich jetzt meinen Spotter. Und hau mit dem da oben drauf und sag fertig. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen mit meinen kleinen Karten, die ich da jetzt gerade alle habe. Ne? Nix, so, dann habe ich 7 Punkte. Dann hätte ich hier einer mit Ansturm zu bieten. Okay. Da hätte ich Ansturm oder den hier. Nehmen wir den hier. Was macht der immer? Achso, der fügt immer zu Beginn eines Zuges einem Spieler plumps, plumps, plumps Schaden zu, ne? So. Fertig. Dann wollen wir mal gucken, was er jetzt macht. Setzt den Angriff eines Dieners auf 1. Ah ja. Also auch ein Spotter, okay. Dann könnte ich das vertauschen und hau den weg. Oh, oder nicht? Okay. Fügt allen Feinden 2 Schaden zu. Vertauscht Angriff und Leben eines Dieners. Ansturm. Ansturm. Mit dem Ansturm. Ich frage mich, ob. So, jetzt krieg ich ja. Warte mal, wenn ich jetzt hier jeden 2 Schaden zufüge. Ich habe nicht genug Mana, doof, ne? Ich muss ja den hier zuerst wegmachen. Machen wir den hier mal weg. Den hier weg. Und den hier weg. Jetzt habe ich noch 2 Punkte übrig. Vertauscht Angriff und Leben eines Dieners. Und der macht noch 2 Schaden. Dann setzen wir den noch hin. Und vertauschen das einfach mal. Fertig. Ja, mal gucken, wenn ich Glück habe, habe ich schon jetzt in der Runde. Bringt mir Stahl. Ja, das war's schon. Hab schon gewonnen. Bringt mich nicht. Ich hab gewonnen. Cool. Der 2. Sieg in meiner Liste. Ja. Ich glaube ja mal, dass es viel mehr nicht werden werden. Werden werden, oder? Das ist auch schön. Werden werden. Okay, der 2. Sieg. Gucken wir mal, ob mir noch eine gelingt und dann war es das schon. Durchschnittliche Wartezeit zwischen 9 und 17 Sekunden. So, dann schauen wir mal. Dann werden wir jetzt wahrscheinlich ungefähr 30 Sekunden. Ah ne, diesmal bleibt es wirklich in der Reihe drin. Das ist ja schön. So, also eben lief es gut. Na, ja, schauen wir mal, ob das jetzt wieder genauso gut läuft, ne? Ich tausche erstmal die Großen wieder aus hier. Der kommt mal weg, der kommt mal weg. Und dann sagen wir mal bestätigen. Vernichtet einen Diener mit mindestens Blups Angriff. Ja, die Karte bringt am Anfang, bringt die nicht wirklich viel. Ne? Verdoppelt das Leben eines Dieners bringt. Also da hatte ich schon schöne Matches, wo ich dann hier nachher einen Diener hatte, der da 24 Leben hatte. Das war schon sensationell. Ne? So, einmal die Karte ausgespielt, erhöht oder hier die Karte plus 1, dann plus 2 noch einmal dazu, dann zweimal hintereinander verdoppeln und da kannst du einen hier schon gut mit ausstatten. Ne? So, verdoppelt das Leben eines Dieners ist Quatsch. Was hat der Todesröcheln? Fügt dem Feind schnell 2 Schaden zu. Ist ja Quatsch, also kann ich im Moment noch nichts machen. Fertig. Da kann ich nichts tun im Moment, außer abwarte. Vielleicht ein befreundeten Diener plus 1. Ja, das Problem ist nur, ich habe noch keinen befreundeten Diener. Ne?
Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ja, aber ich habe zumindest einen da liegen. So, fertig. So, was macht er? Was macht er? Was macht er? Was hat er? Also diesmal sieht es schon schlechter aus, weil er hat ja schon 3 zu liegen. Das ist schon nicht so gut. Gar nicht so gut. Ne? Was habe ich jetzt? 4 Punkte. 4 Punkte verleiht einem Diener plus 2 Angriff in diesem Zug. Das ist natürlich doof, wenn man das gar nicht hat. Das ist 5 Punkte. Ja, aber was anderes bleibt mir nicht, als die Karte zu spielen. Das ist kein gültiges Ziel. Ja, super. Den brauche ich nicht nehmen. Den kann ich nicht nehmen. Dann heile ich mich und mache halt einfach nichts. Fertig. Den brauche ich nicht nehmen. Also den muss ich mir auf jeden Fall aufheben für nachher. Wenn es ihn nachher noch gibt. Das ist natürlich wieder die andere Sache. Wenn es noch einen nachher gibt. Ne? Das müssen wir dann sehen, wenn es soweit ist. So, jetzt habe ich als nächstes 5 Punkte. Da könnte ich die hier natürlich nehmen. Aber die haben ja alle über schon viel mehr. Spott und Gottesschild, 4 Punkte verleiht einem Diener. Ja, den konnte ich ja eben schon nicht spielen. Warte mal. Ich verdoppel das Leben eines Dieners, fügt allen Feinden Schaden zu. Spott, Gottes, das ist doch scheiße, wenn du nur so einen Rotz auf der Hand hast, ist doch echt kacke. Das ist doch echt Mist. Dann spiele ich die hier. Was sollst du sonst machen, ne? Fertig. Fertig. Ende. Mehr kann ich nicht tun. Nächste Runde habe ich dann Spott und Gottesschild. Mehr geht nicht. Aber das gibt auf jeden Fall meine Niederlage. Das werde ich wohl kaum noch drehen können. Sei denn, ich habe echt wieder mal viel, viel Glück. Was ich mir nicht vorstellen kann. Ein Schuss, ein. Ach ja, auch noch. So, also jetzt hätten wir dann hier Spott und Gottesschild. Was mir nicht wirklich was bringt, ne? Fertig. Ja, so viel dazu. So viel zu diesem Thema. Na komm, mach's doch nicht so spannend. Mach mich doch einfach platt und dann ist vorbei. Auf jetzt. Bin Watze dann aufs Christkind, auf besser Wetter, auf Neujahr, Ostern, Weihnachten, Nikolaus. Also, geht doch, siehst du. Ja komm jetzt hier, Hobby. Mann, 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 Mann. Na also, geh doch. So, dann haben wir jetzt hier wieder mal. Hat einer 7 Angriff von? Nein, natürlich nicht. Also wieder mal Spott und Gottesschild. Und fertig. Ja, ne? Ja, was willst du da noch gegen machen? Nix. Du kannst hier gerade nach Hause gehen und kannst sagen, hier, passt. Ja. Ja, da könnte ich jetzt 4 Schaden machen, ne? Vernichtet ein Diener 6 Punkte oder 5 Punkte.
8 werden 4. Also ich habe nur noch 4 Punkte. Das soll eine Waffel sein. So, ja, jetzt kann ich hier einen umbringen, der den meisten Schaden macht. Das ist in diesem Fall, ich muss ja auf den hier gehen. Und dann sind wir mal fertig. Zumindest hat er noch 18 Leben. Geht hinter mir in Deckung. Also wie ich aus der Nummer jetzt wieder rauskommen soll, ist mir echt ein Rätsel. Wie ich da wieder rauskommen soll, ist mir echt ein Rätsel. Was hat er denn jetzt noch auf der Hand? Mhm. Neun Punkte. Sieben. Plus 2. So, jetzt muss ich mal gucken, wen ich hier platt mache alles, ne? Ich muss ja den hier töten. Den muss ich ja töten. Bringt ja nichts. So, jetzt muss ich noch einen töten. Ich würde sagen, am ehesten den hier, oder? Die Gerechtigkeit wird siegen. Fertig. Aua, jetzt wird es aber eng hier, wa? Ich habe nur noch einen einzigen Punkt. Jetzt wird es aber, naja. Gut gespielt. Hast du was, was mir den Schaden verursacht? Ja, wahrscheinlich, mit Sicherheit. Ich bin bereit. Aber ich nicht. Ja, ist klar. Aber hab doch noch mal die ausgespielt, weißt du, du Depp. Habt ihr nochmal spannend gemacht, du Idiot. Echt, ey. Auf den Kopf. 2 Siege. Welch Leistung. Welch unvorstellbar große Leistung. Ach ja, super. Was sollst du da noch zu sagen, hm? Was? Was sollst du dazu sagen? Selten. Oh, selten, ja, super. Echt nichts zu glauben, ey. Was gibt's halt alles? Schurke, Jäger und Paladin. Legt einen Dolch an. Ich glaube, dann würde ich den Dolch hier dann nehmen, ne? Aber nicht mit dem Video. Aloha!